Hi Lieben, willkommen zu meinem zweiten Teil von dem Do-It-Yourself zu dieser Tasche hier. Ich habe euch ja am Sonntag gezeigt, ich habe euch am Sonntag gezeigt, wie man so ein Viereck hier macht. Wer dieses Video noch nicht gesehen hat, ich habe es in der Infobox verlinkt und am Ende in der Endcard habe ich es natürlich auch unter meinem letzten Video nochmal verlinkt. Und heute zeige ich euch dann im zweiten Teil, wie ihr von diesen Vierecken zu dieser Kosmetiktasche kommt. Ich hoffe, ihr freut euch und dass ihr euch auch so ein bisschen die Finger wund häkelt, so wie ich. Dann gehen wir einfach mal an meinen Schreibtisch und machen das hier fertig, endlich. So, jetzt interessiert euch natürlich, wie viel ihr davon machen sollt, müsst, um das Ding zu kriegen, also das Täschchen. Ich habe zwei Farbvarianten gemacht. Und zwar einmal einfach nur die lila Farben beide vertauscht. So, ihr braucht ja drei Teile. Einmal Vorderseite, Rückseite und die Klappe oben drüber. Für die Klappe oben drüber braucht ihr drei solche Quadrate, für die Vorder- und Hinterseite jeweils sechs. Das heißt, insgesamt braucht ihr 15 Stück? 6, 12, 15 Stück, ja. Und ihr könnt euch halt sozusagen aussuchen, von welcher Farbvariante ihr wie viel macht. Ich werde es so machen, dass es abwechselnd ist. Ich zeige euch jetzt hier einmal. Mein eines Teil wird dann praktisch so hier aussehen. So, das hier würde jetzt die Vorderseite werden. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Schritt, nämlich dem Zusammennähen. Wir müssen diese ganzen Dinger jetzt nämlich zusammennähen, wenn wir die alle haben. Also erstmal arbeitet ihr 15 Stück und dann wird genäht. Und das machen wir jetzt als nächstes. Ich persönlich mache das gerne mit einer Häkelnadel, ihr könnt das aber auch gerne mit einer Stopfnadel oder sowas machen. Und ja, ab geht's, würde ich sagen. Natürlich macht man das alles Schritt für Schritt. Fürs Zusammennähen lege ich erstmal zwei Stück, die ich eben zusammennähen will, links auf links zusammen. Beziehungsweise ich überlege gerade, wie rum ich das machen will. Okay, also ich hab's jetzt. Links auf links zusammen. Dann schneidet ihr euch ein relativ langes Stück von dem weißen Faden mal raus. Fupp. Und damit wird jetzt zusammengenäht. Wir fangen in der großen Lücke in der Ecke an. Und da stecke ich immer erstmal die Nadel durch. Da mache ich jetzt eigentlich immer einmal eine Schlaufe durch und ziehe dann da den kleinen Schnipsel einmal durch. Zieh das zu, dann ist das praktisch wie so eine Kettmasche. Und dann wird es eigentlich total mühselig und einfach. Ich nehme jetzt eigentlich immer nur die gegenüberliegenden Maschen und nähe die ganz einfach zusammen, falls ich es hinbekommen würde. So, und es ist halt wirklich ganz, 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 ganz wichtig, dass ihr die gegenüberliegenden Maschen trefft, weil sonst wird es halt schief, ne? Und auch beim Zusammennähen mache ich es persönlich so, dass ich den Schnipsel, den ich hier jetzt entstanden lassen habe, in die Mitte lege und den einfach mit einnähe. Dann ist er nämlich schon gleich vernäht und ihr müsst wieder einen Faden weniger vernähen. Ne? Wer da immer schön mitdenkt, der hat später weniger Arbeit. Und das ist sehr gut. So. Und jetzt ist es eigentlich echt total easy peasy. Ihr näht das jetzt aneinander, immer aneinander. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ihr könnt das auch einfach mit einer Stopfnadel machen. Ich ziehe auch immer den Faden übrigens komplett einmal durch. Es gibt ja auch Leute, die da ja wie so feste Maschen häkeln oder so, aber ich mache es quasi einfach nur nähen. So. Ich drehe das jetzt einmal für euch um, damit ihr es ein bisschen erkennen könnt. Am Ende müsste das dann so aussehen. Ich habe auch einmal ein fertiges Stück für euch gemacht. Am Ende sieht das Ganze dann nämlich hoffentlich so aus. Vom Zusammennähen her. Und ja, ich habe dann quasi hier einmal alle zusammengenäht und dann nochmal so. Und ich denke, das dürfte relativ klar sein. Also ihr legt die immer nur links auf links zusammen und zieht den Faden dann immer durch, 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 bis ihr es komplett zusammengenäht habt. Das ist echt einfach nur ein bisschen mühselig, aber sehr kompliziert ist es nicht. So, und ich mache es übrigens bei den großen Lücken an den Ecken immer so, dass ich die auch quasi wie eine Masche behandle. Also, dass ich da einfach einmal mal durchgehe. Ja, so, ich würde sagen, das kriegt ihr alleine hin. Ich nähe das jetzt einmal zusammen und dann sehen wir uns wieder. So, wenn ihr das so weit zusammengenäht habt, dann habt ihr eigentlich das Schwierigste auch schon geschafft. Der nächste Schritt ist optional. Ich zeige euch jetzt mal an dem anderen Beispiel, was ich gemacht habe. Ich habe das Stück einfach genommen und habe es zweimal mit festen Maschen umrandet. Also hier habe ich, wie gesagt, angesetzt, wie ihr seht, und bin eben zweimal komplett rum mit festen Maschen. In diese Ecken habe ich immer jeweils drei feste Maschen reingemacht und hier in die großen Lücken immer jeweils eine.
Und genau dasselbe werde ich jetzt hier auch machen. Wie gesagt, das ist eigentlich einigermaßen optional. Ihr könnt es auch gerne so lassen, aber ich finde, so sieht es ein bisschen sauberer aus. Und dann wird es am Ende eben auch nochmal ein bisschen größer. So. Ich werde es jetzt aber so machen, hier in meinem Fall, dass ich hier an der Ecke ansetze, dann gehe ich einmal komplett rum und dann noch einmal bis hier hin, damit hier oben diese Kante etwas dünner wird als die anderen Kanten, weil das hier nämlich die Vorderseite sein soll. Ich zeige euch jetzt einmal, wie ich da ansetze und danach ist es eigentlich relativ klar. Ja, das ist eigentlich auch ziemlich simpel. Einfach nur in jede Masche, die ihr seht, eine feste Masche reinhäkeln. So, wie ihr hoffentlich einfach ganz gut erkennen könnt, gehe ich eigentlich echt nur einmal rum. Und wozu das auch gut ist, ist, um diese ganzen hängenden Fäden, die hier außen noch sind, alle mit einzuvernähen. Also ich denke mal, ihr bekommt das hin. Ich zeige es euch einfach am Ende nochmal, wenn ich das gemacht habe. Beziehungsweise es wird genau so aussehen. Also einfach nur nochmal umrunden. So, wir sind jetzt soweit und haben das hier alles zusammen fertig umhickelt. So, das bedeutet, wir haben jetzt drei Teile. Und jetzt gehen wir auch schon ans Zusammennähen, damit das hier endlich mal vorankommt. das machen wir genauso. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Moment. Das machen wir genauso wie eben mit den Vierecken zusammennähen. Wir legen das so aneinander, wie wir es haben wollen. Legen es dann links auf links. Und wo wir jetzt einstechen ist, von dem Luftmaschenbogen, da haben wir immer drei. Also ihr habt den Spaß jetzt links auf links zusammengelegt, nehmt euch einfach wieder ein Stück Faden, schneidet es ab und macht es einfach genau so wie eben, als ihr die Vierecke aneinander gehäkelt habt. Also wieder am Anfang eine Schlaufe durchziehen. Zack. Und dann geht es ganz einfach los. Und dann macht einfach immer eins nach dem anderen. So. Das ist jetzt sogar sozusagen der letzte etwas mühselige Teil. Ihr näht einfach nur die ganzen Dinge aneinander. Immer rund häkeln. Und hier geht wieder genau dasselbe mit allen Fäden, die euch begegnen. Immer alle unbedingt einnähen. So. Und da ihr ja schon wisst, wie das funktioniert, nähe ich jetzt einfach erstmal dieses Stück hier an und dann gucken wir nochmal, wie wir die großen Teile dann aneinander bekommen. So, wie ihr seht, hat es ziemlich perfekt aufeinander gepasst hier an dieser Stelle. Das ist die Stelle, wo das dann jetzt später so übergeschlagen wird hier. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur die Vorderseite dran nähen. Und die soll ja später so hier sitzen. Genau so, damit die Tasche am Ende so aussieht. Und das ist jetzt auch wieder echt easy. Wenn ihr wisst, die soll so dran sitzen, schlagt ihr euch die jetzt einfach mal links auf links zusammen und fangt ganz einfach an, hier oben einmal einstechen und dann, oder auch hier oben, je nachdem, wo ihr Bock habt, und dann näht ihr einmal außen rum. Und dann ist eure Tasche auch schon fertig. Und das zeige ich euch jetzt nicht mehr, weil das funktioniert genauso wie alles andere. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ihr seht dann die fertige Tasche und ich hoffe, es gelingt euch. So wie mir. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wie ihr seht, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe vergessen, euch zu zeigen, wie ich das hier in der Mitte vernäht habe. Ich habe das hier in der Mitte noch einmal festgezogen, also noch einen Knoten gemacht und habe das dann so ein bisschen darunter gefriemelt. Also jetzt nichts besonders Tolles. Der Verschluss hier, den ihr hier seht, ich habe es jetzt erstmal einfach aufgelassen, aber ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt, deswegen habe ich euch das jetzt auch nicht gezeigt. Ich denke, also im Moment tendiere ich so ein bisschen zu Druckknöpfen. Ihr könnt natürlich auch normale Knöpfe nehmen oder ihr macht Klettverschluss oder ihr näht hier oben vielleicht einen Reißverschluss rein. Das ist total euch überlassen und dazu findet ihr bestimmt auch noch 1000 Tutorials auf YouTube. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen und falls ihr das nachmacht, teilt doch gerne eure Bilder mit mir auf Instagram. Mein Instagram-Account ist in der Endcard und nochmal unten in der Infobox verlinkt. Und mehr fällt mir eigentlich nicht dazu ein. Schreibt mir, wie es euch gefallen hat. Ja, ich bin jetzt einfach froh, dass ich das geschafft habe. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns wahrscheinlich am Sonntag und
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ich irgendwas vergessen habe zu schreiben, dann weist mich darauf hin. Ich habe jetzt eh irgendwas vergessen. Ich bin total zerstreut. Aber ich sage jetzt erstmal auf Wiedersehen. Ciao.